Willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Heute kümmere ich mich mal wieder um die Laguna Seca Blaue Maxi bzw. Macho Rider. Ich werde mal die Schwinge ausbauen, den Motor habe ich schon raus. Dann schaue ich mal, ob die Schwinge einigermaßen gerade ist. Ich will die mal einmal vermessen, bevor ich anfange, das Hinterrad auszurichten, weil irgendwie sitzt das immer noch verdammt weit auf der rechten Seite. Danach kümmere ich mich um die Elektrik und ich denke mal, dass wird auch so alles sein. Ich will die Bodenzüge schon mal reinhängen, dass ich so Stück für Stück weiterkomme. Es ist allerfeinstes Wetter heute, deswegen will ich, glaube ich, nicht den ganzen Tag in der Werkstatt hocken. Aber ich fange jetzt einfach mal an und zeige euch mal, was ich seit dem letzten Mal noch so nebenbei so ein bisschen zurechtgetüdelt habe. Moment. Ich habe seit dem letzten Mal die Bremslichtschalter angeschlossen, habe den Lenker draufgebaut. Bei den Lenkerböcken fehlen mir im Moment noch die richtigen Schrauben, weil ich habe welche bekommen, die offensichtlich viel zu große Köpfe haben. Ich habe jetzt noch eine andere Schrauben bestellt, in der Hoffnung, dass die Köpfe dann in diese Lenkerböcke reingehen. Ich finde, das sieht schon ganz gut aus. Das hat mir so ein bisschen wieder den Schwung gebracht, weiterzumachen, weil zwischendurch war ich wegen dem, was da hinten los ist, ein bisschen angefressen. Da habe ich jetzt den Motor soweit ausgebaut und jetzt hole ich die Schwinge da mal raus. So, ich habe jetzt die Schwinge hier mit einer Klemme auf der Werkbank fixiert und habe mir dann so ein bisschen Krepp dahin gemacht, um mir ein bisschen was aufzeichnen zu können und meinen Winkel verlängert. Wenn ich jetzt meinen Winkel hier oben an die passenden Stellen anlege, also einmal die Flucht und das zu der Mittellinie vergleiche, einmal fokussieren, da sieht man, habe ich die Mitte von der Flanschplatte markiert und habe dann auf jeder Seite habe ich hier die Maße runtergeholt mit dem Winkel und habe mir die auf dem Krepp notiert. So, wie man jetzt hier sehen kann, komme ich hier mit 7,7 cm aus der Mitte raus und auf der anderen Seite komme ich auf 7,2. Also ist zumindest schon mal, man kann das auch sehen, wenn man den Winkel da oben anlegt, ist der Arm auf jeden Fall darüber gebogen. Die andere Richtung passt ganz gut. Da bin ich von der Mittellinie irgendwie einen halben Millimeter Unterschied auf jeder Seite. Das will ich jetzt mal vernachlässigen. Ja, so sieht das Ganze aus. Jetzt werde ich das da abbauen, beziehungsweise vielleicht noch ein bisschen stärker fixieren und werde diesen Schwingenarm um 5 mm in die Richtung biegen. Und dann sollte die Schwinge gerade genug sein, dass das Hinterrad gerade drin steht.
So, ich habe jetzt die Schwinge ausgerichtet und das Ganze sieht jetzt so aus. Moment. Jetzt kann man sehen, dass ich hier vorher bei 7,7 war und jetzt auf 7,2 rüber bin. Das deckt sich jetzt mit der anderen Seite. Ich habe einfach mal eine Vergleichsmessung an der anderen Maxi gemacht, an der schwarzen. Und da kommt das Abstandsmaß ganz gut hin von 14,4. Das ist so ungefähr das, was da original ist. Ich weiß natürlich auch nicht, ob das bei der schwarzen vielleicht verzogen ist. Aber so macht es für mich Sinn, weil ich auch beim Anlegen des Winkels sehe, dass jetzt diese Stücken hier sehr parallel laufen. Moment, da. Zum Winkel und im rechten Winkel zur Arbeitsplatte. So, und das sieht jetzt bei beiden Seiten gleich aus. Die Schwinge sieht alles in allem jetzt auch sehr symmetrisch aus. Vorher hatte man das Gefühl, als wenn das auf der Seite, jetzt habe ich schon wieder nicht fokussiert, ne? Vorher hatte man das Gefühl, als wenn ich hier auf der Seite den Arm so ein bisschen zur Seite geknickt habe. So, ich baue die Schwinge mal wieder ein. Das ist jetzt der nächste Tag. Das passt jetzt richtig gut zusammen. Ich gucke auch immer darüber, weil sie da steht und ich schaue mir die einzelnen Dinge an. Ja, es wird so langsam. Es fügt sich zusammen, so Stück für Stück. Ich glaube, das wird richtig gut. Ja, und nun werde ich noch in Ruhe meinen Kaffee austrinken. Und danach werde ich weiter zusammenbauen. Ich möchte jetzt noch die Bodenzüge reinmachen und so ein bisschen Kabel verlegen. Das wird so meine Aufgabe für heute sein. Bis gleich. Das wird so in ungefähr die Fahrhöhe sein. Vielleicht noch einen Ticken weniger. Aber dann ist das der Look, den ich haben wollte. Da kann man sehen, dass es dann wirklich nur noch das Richten des Heckblechs ist. Da habe ich dann noch den Karosseriebauer meines Vertrauens, der sich dann darum kümmern wird, den Rahmen hinten so ein bisschen nachzurichten. Weil ich habe es schon versucht und ich glaube, wenn ich das so mache, wie ich mir das denke, gibt es einfach eine riesen fette Delle auf der einen Stelle. Und zwar hier hinten. Sobald ich anfange, das darüber zu biegen, wirft sich hier eine Delle hoch. Und dann soll das doch jemand machen, der ein bisschen mehr Gefühl für Blech hat. So. Aufräumen und weitermachen. Thank you.
Jetzt Sonntag späten Nachmittag und ich wollte noch einmal zum Abschluss zeigen, wie weit ich da gekommen bin. Ich habe ein ganz schönes Stück geschafft. Ist natürlich viel Fummelkram, vor allen Dingen, wenn man so pingelig ist und alles 200%ig haben will, kann ich euch nicht empfehlen, ist nicht gut. Ich zeige euch mal jetzt, wie weit ich da bin und was ich gemacht habe. Ich habe mit der Elektrik angefangen. Rücklicht ist soweit verdrahtet. Funktioniert, Bremslicht funktioniert auch schon, da habe ich vorhin einen Testlauf gemacht. Die Schwinge ist gerichtet, das Hinterrad sitzt einigermaßen gerade drin. Ich habe den Motor wieder drin, auch wenn ich gesagt habe, es soll ein anderer werden, bleibt es erstmal dieser hier, weil ich im Moment nicht den Zylinder kriege, den ich da drauf haben möchte. Die Züge sind drin, hier so provisorisch laufen die Kabel dort drunter durch. Und die ersten Leitungen sind vorne der Lampe schon verbunden, hängen da raus. Oben die Züge sind drin. Ich habe auch festgestellt, diese neuen Narben, die ich da besorgt habe, also die Bremsbeläge, die da drin sind, sind wirklich mal richtig scheiße. Die sind richtig scheiße. Also ich kann das alles komplett nachstellen, sowohl hier unten als auch hier oben diese Versteller. Und wenn ich die ganz verstellt habe, kommen die Beläge trotzdem noch nicht an. Ich hatte noch welche in der Kiste, die habe ich da eingebaut, etwas bessere. Und siehe da, es funktioniert. Also muss ich nochmal neue Beläge bestellen. Also das, was dabei ist, ist wirklich scheiße. Das könnten die sich lieber sparen und das da nicht reinpacken. Jetzt zum Schluss habe ich nochmal die Zündung reingebaut. Die MVT-Zündung ist da jetzt drin ausgerichtet. Man sieht noch die Messuhr vom OT einstellen. Das passt jetzt auch soweit. So, und ansonsten ist das so der Stand der Dinge, wie es jetzt gerade ist. Nächstes Wochenende wird es am Mini weitergehen. Deswegen werde ich am Wochenende da nicht weiter rankommen. Aber ich hoffe, dass ich das jetzt hier unter der Woche mal verdrahtet bekomme. Mir fehlt nämlich hier auf dieser Seite noch irgendeine Möglichkeit. Also es wird ja sehr voll werden da. Und da muss irgendwie ein vernünftiges Blech hin, weil es gibt hier noch so einen Spannungsregler dann. Der muss da auf jeden Fall noch mit hin und der ist auch nicht gerade klein. Bleibst du da stehen? Naja, der muss da irgendwo hin. Und dann ist hier bei der Zündung noch die CDI. Das gute Stück hier und da muss natürlich auch ein Platz für gefunden werden. Das muss da auch irgendwo hin. Ich weiß noch nicht genau wie. Ich habe neulich mal auf Instagram gesehen, dass jemand sich ein Blech gemacht hat, was dann genau hier hingepasst hat. Da muss ich noch mal rausfinden, wie das aussieht hier mit der Verkleidung. Wenn die da sitzt, dass ich den Hohlraum genau ausnutze, dass diese beiden Sachen da gut reinpassen. Ach so, ja, last but not least, Benzinhahn ist auch wieder drin. So sieht das jetzt aus. Ich habe noch eine Liste, ich muss noch ein paar Sachen haben. Stoßdämpfer hinten habe ich nicht in der passenden Länge. Die ich habe, sind zu kurz. Ich brauche auf jeden Fall dann längere. Wie gesagt, nächstes Wochenende geht es mal am Mini weiter. Dann gibt es keinen Maxi-Schrauben. Aber ich versuche unter der Woche mal weiterzukommen. Also langsam muss das Ding ja mal auf die Straße und es muss mal laufen. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und ich kann nur sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.